Also ich habe gehört von Kollegen und habe ein paar Sachen im Netz gelesen, dass man schon relativ schnell mit kleinem Budget cool starten kann auf jeden Fall, ja? Yo Deutschrap! Nachdem der Plusmacher mit Betonwirtschaftslehre und freier Schwarzmarktwirtschaft auf eigene Faust sein Wissen verteilte, wurde er Ende 2015 als erstes Signing bei Ratars Zweitlevel Kopfticker gesigned, bei dem seit letztem Jahr auch C-Doubles Bill, Yoni und Enno unter Vertrag stehen. Ein gutes Jahr später, nach seinem Kopfticker-Debüt, die Ernte, hat Plussi mit Kushunter neue Ware im Gepäck. Der geborene Magdeburger war im letzten Jahr viel mit seinem Homie und Backup-Rapper Botanica unterwegs, um sein Material live unter die Leute zu bringen. Auch dieses Mal geht es auf seinem Album um die altbekannten Themen. Darum haben wir uns passenderweise bei Klaus der Gärtner in einem Growshop getroffen. Dank der medizinischen Legalisierung von Gras, Kushunter und dem Hang zum Plusmachen gibt es einiges zu besprechen. Ich bin Timo vom Backspin und ich treffe mich heute mit dem Plusmacher. Was geht ab? Backspin TV, alles klar, Mann? Wir sind hier bei Klaus der Gärtner im Growshop, im Headshop in Berlin-Friedrichshain. Dein letztes Album ist noch gar nicht so lange her, hast du im letzten Jahr rausgebracht. Dann genau. Hattest du über 40 Live-Shows, warst das Jahr extrem viel unterwegs. Auf jeden Fall. Was war so das Irrste, was bei dir passiert ist 2016? Oh, viel, Mann. Die Shows waren viel, ja. Wir haben einmal so ein Festival gespielt in Bayern, in Pfarrkirchen. Und da war jetzt so krass, haben wir sehr spät abends gespielt. Da war jetzt so miese Stimmung und es war halt krass, Mann. Das ist noch voll eskaliert und so, weil das ja, war krass auf jeden Fall. Weiter möchte ich jetzt nicht so ins Detail gehen, aber es ist auf jeden Fall eine krasse Eskalation gewesen, ja. Was steht 2017 bei dir an? Hast du da schon irgendwelche Festivalbestätigungen oder so bekommen? Wir haben schon Festivalbestätigungen, kann ich jetzt aber noch nicht offiziell drüber reden, weil das noch nicht öffentlich gemacht wurde. Ja, aber es stehen auf jeden Fall dieses Jahr ein paar Festivals an. Alles klar, sehen wir dann, wenn es veröffentlicht wird. Auf jeden Fall, erstmal kommt die Tour und dann geht es auf den Festivals. Ja. Siehst du jetzt, wo du schon einen kompletten Albumprozess durch hast bei Kopfticker, dass sich was Krasses verändert hat im Gegensatz dazu, dass du alles selbst gemacht hast vorher? Also arbeitstechnisch ist es das gleiche wie vorher. Also ich mache viel selber auch hier in Berlin und connecte natürlich mit den Jungs in Köln, haben viel Internetkontakt, die klären so Vertriebssachen und sowas, so Label-Angelegenheiten sind. Angelegenheiten. Und ja, man, es ist auf jeden Fall natürlich eine große Reichweite entstanden in den letzten 2 Jahren dadurch. Und alles zum Positiven hat sich entwickelt auf jeden Fall, ja. Bei Kopfticker ist allgemein viel passiert, sind 3 neue Signings dieses Jahr bekannt gegeben worden. Ja, man. Was sind die Stärken von deinen Labelkollegen? Puh. Auf jeden Fall Celebi Spill ist auf jeden Fall ein extrem krasser Spitter. Ist auf jeden Fall ein ganz mieser Live-MC. Ist auf jeden Fall so alte Schule-Style-mäßig echt krass unterwegs. Und die anderen Jungs sind auf jeden Fall junge, talentierte Newcomer, denke ich mal, die auf jeden Fall sehr hungrig sind. Und einfach den Vibe von diesem modernen Klang, der gerade so angesagt ist, auf jeden Fall geil mitnehmen können. Und für Kopfticker auf jeden Fall eine Bereicherung, ja. Wie sieht so ein Entscheidungsprozess bei Kopfticker aus? Setzt sich dann auch Hatar mit dir zusammen, wenn es um neues Signing geht zum Beispiel? Nein, auch gar nicht. Also es ist alles Labelpolitik, das macht alles so das Label mit dem Labelchef und ich bin eigentlich nur Künstler auf jeden Fall. Also erfährst du es dann schon vorher? Ja, intern kriegt man es dann irgendwie so mit, aber im Großen und Ganzen habe ich ja nichts zu bereden oder so, ja. Wie sieht so ein Gespräch zwischen Hatar und dir aus? Worüber unterhaltet ihr euch, habe ich mich gefragt. Redet ihr nur über Musik, redet ihr über Business oder testet er dich so auf deine Kredibilität? Ich denke mal, was Kredibilität angeht, denken wir, wissen wir beide so, was so los ist, denke ich. Und sonst reden wir halt über Business-Sachen so, ja. Wenn es um Veröffentlichung geht, er gibt dann Props, wenn die Singles fett sind, wenn die Videos knallen, dann hören wir uns auf jeden Fall. Und wenn dann so in der heißen Phase, hat man dann auf jeden Fall so Kontakt und tauscht sich ein bisschen aus, ja. Alles klar. Steht bei euch ein Label-Sampler zur Debatte? Genug Künstler habt ihr jetzt mittlerweile? Mittlerweile auf jeden Fall, da steht was im Raum. Demnächst kommt auf jeden Fall eine Kopfticker-Cypher. Ich hoffe, dass das richtig mies reinknallt und dass das dann schon draußen ist, wenn das Interview kommt, dass ich nicht schon zu viel verraten habe. Aber das wird es auf jeden Fall geben. Einen direkten Sampler wird es nicht geben, aber auf jeden Fall steht jetzt eine dicke Kopfticker-Cypher. Ne? Was passiert da dann bei der Cypher? Einfach ein Beat und alle wechseln sich ab, so Splash. Lass dich überraschen, Digga. Ja, vielleicht, mal gucken. Lass dich überraschen, Alter. Alles klar. Dann lasse ich mich überraschen, was bei der Kopfticker-Cypher passiert. Und wir gucken uns jetzt den Laden noch ein bisschen an. Auf Kushunter geht es schon wie auf der Ernte viel, viel um Ort und viel um Graskonsum. Du warst auch für deine Vlogs auf der Suche nach dem besten Kusch in Holland. Genau, Mann. Wir waren unterwegs in Rotterdam und in Amsterdam und noch ein paar anderen Städten, ja. Letztens, vor kurzem, ne? War das. Hast du das beste Kusch schon gefunden? Ja, waren auf jeden Fall ein paar gute Sachen dabei, aber das Beste war es auf jeden Fall noch nicht, ne. Wo hast du jemals das beste Kusch probiert? In der Schweiz habe ich richtig gutes Kusch mal geraucht, auf jeden Fall. Mit das Krasseste eigentlich, was ich so gesehen habe. Hattest du auch schon irgendwie so ein Fanerlebnis, dass irgendwie ein Zuschauer vom Konzert oder so dir
Immer, wir kriegen immer, ja, sorry, jetzt ist vielleicht schon das Wort vor die Frage ausgesprochen. Kein Problem, Micha. Immer, wir kriegen irgendwie immer Batz geschenkt oder irgendwie irgendwelche Köstlichkeiten, so selbst angebaut, ja, oder von irgendwelchen Leuten. Hey, Dicker, probier mal so. Dann testen wir es auf jeden Fall mit den Leuten an, ja. Und da, was war da das beste Erlebnis, was du da hattest? Oh, Dicker, das war so viel, wenn ich ehrlich bin. Also auf der ganzen Tour hat man eigentlich in jeder Stadt irgendwie Leute, die einen da zustopfen. Mit Visa. Ja, überall war gut, man. War nix, auf jeden Fall nichts Schlechtes dabei. Gibt es bei so Erfahrungen auch was, wo du sogar noch was lernen kannst? Wie meinst du, Dicker? Dass irgendwie ein Fan sagt, ich habe das so und so angebaut und du sagst, krass, davon habe ich ja noch nie gehört oder so? Nee, kam es jetzt noch nicht vor, auf keinen Fall. Also du bist nach wie vor der Experte, was das Kusch angeht? Auf jeden Fall, was den Geschmack angeht, auf jeden Fall den Geschmack antesten. Ja. Was macht gutes Kusch aus? Geruch und Geschmack. Natürlich der Turn, ja. Wie muss der Turn sein? Nicht mehr vom Sofa aufstehen können oder... Es kommt unterschiedlich, was man halt in dem Augenblick will, ja. So ein gutes Mischverhältnis, würde ich sagen. So von beides ein bisschen so kopfdicht, aber auf jeden Fall auch, dass ich auf jeden Fall gut high bin, ja. Klar, spielt eine große Rolle beim Schreiben für dich. Hast du schon mal einen Song komplett clean geschrieben? Ja, schon öfters auf jeden Fall. Auf aber dem auch Album jetzt auch? So. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den ganzen Song, ja, nicht dicht geschrieben habe, aber vielleicht ein 16er mal nicht dicht und dann beim zweiten 16er, beim Aufnehmen hat man dann, ja, ein paar, ja. Aber es gibt auf jeden Fall auch Momente, wo ich nicht dicht bin und dann auch schreibe oder im Studio arbeite auf jeden Fall. Sind es dann andere Themen, die du aufgreifst? Nee. Da bin ich eigentlich ziemlich in ein Thema gewidmet, ja. Maria ist immer wieder eine Sache, die in meinen Kopf kommt und ich kann es gar nicht kontrollieren, ob es dicht ist, ob ich dicht bin oder nicht. Also ist immer das Gleiche eigentlich, ja. Du sprichst auf Kushhunter auch Legalisierung an. Mhm. In Berlin hatten wir jetzt so einen ersten Versuch von so einem, sollte man Coffeeshop werden, ist jetzt, glaube ich, irgendwie ein Club geworden oder sowas? Es gab viele Sachen, die eingereicht wurden, aber so richtig, glaube ich, kam es nie richtig dazu. Mhm. Ich habe es auch gehört, dass, ja, es passieren soll, aber so richtig safe ist es noch nicht passiert irgendwie. Was auf jeden Fall letztes passiert ist, letzte Woche, dass medizinisches Cannabis legalisiert wurde. Wie hast du das miterlebt? Ja, ich habe das schon lange mitbekommen, dass das Brodeln ist. Dann war jetzt eine Zeit lang irgendwie komplett zur Ruhe. Und auf einmal kam es jetzt wieder zum Thema und wurde besprochen und wurde genehmigt. Ja? Auf jeden Fall eine gute Sache. Das ist auf jeden Fall ein guter Schritt nach vorne. Aber es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ja? Mhm. Was wäre so das Ideal, wenn man jetzt nicht von der maximalen Legalisierung ausgeht, sondern sowas, womit du dich als Kushhunter abfinden könntest? So Lizenzen zum Selbstanbau für Leute, Patienten oder private Leute auf jeden Fall, die sich einfach selber ihr Ort selber ziehen, oder? Das wäre schon mal ein guter Fortschritt auf jeden Fall. Und natürlich Abgabestellen und Coffeeshops, ja? Die komplette Legalisierung auch als Genussmittel. Im Hip-Hop hat man auch schon ein, zwei Songs gehört, Don't Legalize, Masimoto hatte zum Beispiel so einen Song. Auf jeden Fall. Wie stehst du zu der Thematik? Ich habe auf der Platte auf jeden Fall einen ganz miesen Song geschrieben und gemacht mit auch einem ganz extrem guten, mega krassen Feature-Gast, mein grüner Bruder im Geiste hier aus Berlin. Herzog hat einen ganz miesen Track mit mir gemacht und ja, das ist die Hymne, denke ich mal, auf jeden Fall. Geiler Song. Ja. Informierst du dich über die Legalisierungsideologie von Politikern? Was heißt informieren? Nee, nicht wirklich. Man bekommt es ja hier mit, der eine oder andere ist positiv zueingestellt, der eine oder andere nicht, aber ich habe da die eine oder andere Quelle von Leuten, die auf jeden Fall da sehr auf dem Stand sind und regelmäßige Informationen parat haben. Ja, parat haben. So update-mäßig, regelmäßig, auf jeden Fall voll mit Infos sind. So, ja? Kann das Thema Legalisierung auch ein Anreiz sein, sich mit Politik allgemein zu beschäftigen? Ich jetzt persönlich selber? Oh, wie meinst du das? Ja. Man guckt mal das eine oder andere Gesetz, um sich jetzt zu informieren, wie was funktioniert und warum das jetzt so ist, aber im Großen und Ganzen eigentlich nicht. Von der jetzigen Politik halte ich eh nicht so viel. Mhm. Von daher. Bist du letztes Mal wählen gegangen? Kein Kommentar. Würdest du für eine Partei stimmen, die sagt, ja, wir wollen auf jeden Fall legalisieren? Ja. Das ist immer schwierig, weil das ist immer das, was du jetzt sagst, genau, das ist das Ding, weil die sagt vielleicht, dass man legalisieren soll, aber die sagen dann so viele andere, nicht coole Sachen, das ist halt echt schwierig, das wäre da wirklich jetzt eigentlich, im Endeffekt sind alles nur viele Redner, viele Darsteller und das ist eine schwierige Geschichte. Meinst du, Gras würde durch die Legalisierung seinen Reiz verlieren? Das ist eine mega Industrie, man, guck mal, Deutschland ist so groß, wir haben hier knapp 85 Millionen Einwohner. Wenn man so andere Städte vergleicht wie die Schweiz oder Holland oder ja, das ist wesentlich weniger und
da ist so eine riesen Industrie. Hier in Deutschland wäre das einfach krass. Das würde auf jeden Fall nicht abbrechen oder irgendwie was. Im Gegenteil, das würde einfach so florieren. Das wäre krass auf jeden Fall. Das sprichst du ja auch auf dem Song mit dem Feature-Gast an. Mhm. Dass eben viel mehr Arbeitsstellen gesichert werden würden, dass es ja auch wirtschaftlich sinnvoll wäre. Natürlich, Steuergelder, man könnte es kontrollieren auf jeden Fall, ja. Es geht so viel Geld den Staat durch den Lappen und so viel Geld wird investiert für sinnlose, ja, wie soll ich es erklären, sinnlose Arbeit, die halt, wo Leute verfolgt werden, die einfach meiner Meinung nach nichts Schlimmes machen. Mhm. Ja. Ja, man könnte Arbeitsplätze schaffen, Steuergelder zahlen. Man würde auf jeden Fall den einen oder anderen Platz schaffen in unseren Justizvollzugsanstalten. Ja. Für Leute, die wirklich rein sollten auf jeden Fall oder wirklich Scheiße bauen so, ja. Wir haben uns jetzt vor dem Pflanzendünger positioniert, damit auch alles schön sprießt. Na. Im deutschen Hip-Hop gehört schon zum guten Ton, dass man auch noch eine alternative Einnahmequelle hat. So. Würde es für dich zur Debatte stehen, zum Beispiel irgendwann mal, wenn die Legalisierung hier komplett ist, oder in Holland einen Coffeeshop zu eröffnen? Die Option steht natürlich offen, ja. Wir hatten jetzt schon ein paar Sachen vor, aber dann gab es dann Probleme mit, dass das CBD als Medikament gelistet wurde im Oktober. Und ja, waren schon einige Sachen am Plan, aber gucken, was die Zukunft bringt, ja. Also sowas stand schon mal im Raum? Stand schon auf jeden Fall schon mal im Raum, auf jeden Fall, ja. Wie würde dein Laden heißen, wenn du einen aufmachen würdest? Hanfapotheke. Die Hanfapotheke. Ja, Mann. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe noch ein paar Fragen. Ein Kumpel hat mich gefragt, wenn er jetzt theoretisch was anpflanzen wollen würde. Okay. Was müsste er da machen? Ich meinte, keine Ahnung, aber ich treffe mich demnächst mit Klosmacher. Und da kann ich ja vielleicht mal fragen, ob du dich da mal irgendwo belesen hast oder vielleicht mal irgendwo was aufgeschnappt hast. Also ich habe gehört auf jeden Fall von Kollegen und habe ein paar Sachen im Netz gelesen, dass man schon relativ schnell mit kleinem Budget cool starten kann auf jeden Fall. Ja? Ein paar Zelte habe ich gehört, ein paar Lampen. Kann man sich auf jeden Fall auch hier bei Klaus im Garten kaufen, bei Klaus der Gärtner. Und ja, da kann man relativ fix eigentlich starten und sich sein eigenes kleines Bäumchen vielleicht zu Hause ziehen. Ja? Was wäre da so optimal? Würdest du anfangen mit einem Zelt oder draußen oder direkt in einer Wohnung, im Haus? Kann ich dir nicht direkt sagen, Digga, Alter, ja. Ich denke mal, das, was ich gehört habe, ist schon cool, so ein Zelt oder so. Kann man sich in die Küche stellen. Als Küchengerät. Aber sonst weiß ich nicht genau so viel dazu. Hast du eine Ahnung, wie die Erde aussehen muss? Hast du darüber irgendwas gelesen? Auf jeden Fall feucht sollte sie sein, ja. Feuchte Erde. Feuchte, gut substrathaltige Erde. Mit Nährstoffen voll. Wie oft muss man sowas gießen? Puh, Digga, wie oft musst du deinen Kaktus gießen? Ungefähr, ich weiß es nicht, Digga. Das kann man schwer sagen. Wie oft gießt du so eine Pflanze, normale Pflanze? Alle 2 Tage oder so? Ja, vielleicht denke ich mal, dass dann das dort auch so sein wird. Alles klar, kann man sich also ganz gut herleiten. Würden deine Freunde irgendwie empfehlen, auf Qualität oder Quantität zu gehen? Lieber viel anpflanzen von einem bisschen ja, schlechteren Kraut? Das ist wie mit Musik, denke ich mal. Lieber weniger releasen und dann was Gutes, ein gutes Produkt abliefern, ein gutes Stück Musik, als regelmäßig so ja, schlechte, halbherzige Sachen zu veröffentlichen. Ich denke mal, dass es dort und das Gleiche dann noch ist. Lieber auf die Qualität achten, überall, denke ich mal, im restlichen Leben so. Und würdest du eher dazu tendieren, Indica oder Sativa-Samen anzupflanzen? Das ist Geschmackssache, Digga, ja, kommt auf an, also welchen Alltag du lebst, ja, wie genau, wenn du vielleicht ein Sativa raus tagsüber, wenn du nicht ganz so viel abhängen willst und wenn du abends mal runterkommen willst, denke ich mal, ist eine Indica-Genetik oder eine Indica-Sorte ganz zum Vorteil, ne? Wenn wir hier schon vor der Düngerwand stehen, findest du, dass da irgendein Dünger besonders ansprechend aussieht? Ich habe alle schöne Layouts und schöne Grafiken hier, die Flaschen, ich finde die alle die Reihe lang durch ganz ansprechend, ja. Ihr seht in Terra Flowers sind ein paar schicken Blüten drauf. Ja, die sind alle auf jeden Fall sehr gestylt aus, die Flaschen. Dicker, ich selber kann es dir gerade ehrlich gesagt nicht sagen. Da sollten die Leute sich mal im Netz belesen, für was der Bio-Rizotonic so gut ist, ja. Ob man den für irgendwas gebrauchen kann. Genau. Wie sieht's mit der Lampenauswahl aus, habe ich gehört, braucht man auch irgendwie. Auf Kushhunter hört man auch mal was von Dampflampen.
Dampflampen? Mhm. Das große Licht der Dampflampen, oder was meinst du? Welche man dort nehmen soll, oder was meinst du? Ja, wie viel Watt sind da empfehlenswert? Oder vielleicht lieber die LED-Birne? Also wer Strom sparen möchte, sollte sich auf jeden Fall eine LED-Birne besorgen, habe ich gehört. Die sollten auf jeden Fall ein bisschen sparsam sein. Hier sehen wir zum Beispiel ein paar Pflanzen, die man sich heranzüchten kann mit dem hier gezeigten Equipment. Yes, Mann, was haben wir Schönes? Wir haben eine wunderschöne Gerbera. Nein, keine Ahnung. Sukkulente, glaube ich. Eine was? Sukkulente ist es, glaube ich. Sukkulente, eine Sukkulente, die auch wunderschön hier im Zelt gedeiht und wächst und blüht. Ja, auf jeden Fall sehr praktisch hier so ein Gestell, ja. Von den Leuten, mit denen du dich unterhalten hast, haben die mal erzählt, wie groß so eine Pflanze sein müsste? Oh Digga, wenn du mal kurz auf das Zelt schaust, ich denke mal, das Zelt ist knapp 2 Meter hoch. So wie es halt hier reinpasst, denke ich, ja. Ja, stimmt, kann man sich dann auch eigentlich relativ ganz gut herleiten. Abschätzen, genau, wie das am besten passt. Da gibt es, denke ich mal, verschiedene Zelte in verschiedenen Größen und dementsprechend dann auch die Größe. Also das ist nicht festgelegt. Denke ich nicht. Wir haben ja gerade auch schon mal darüber geredet, dass dir Fans auch schon mal ganz uneigennützig Pollen geschenkt haben. Auf jeden. Dicke Batz, dicke Blüten bekommen wir auf jeder Tour zugesandt, überreicht. Auf die Bühne geworfen. Auf die Bühne, so bei uns dann standen BHs und Tanners fliegen halt so Batz und so bei uns auf die Bühne. Wir haben nochmal einen Kollegen, der nochmal während der Show den ganzen Batz so einsammelt und dann kommt und schon daraus mal so ein buntes Potpourri zaubert. Ein paar Kisten zusammen auf der Tour. wie sieht so eine perfekte Batz aus? Wie Botaniker jetzt sagen würde, kompakt, harzig und fruchtig. Apropos Botaniker, er war jetzt auch häufig auf deinem Album, er ist sowieso viel unterwegs mit dir. Yes. Steht es da auch zur Debatte, dass er auch zu Kopfticker kommt? Puh, kann ich dir nichts genau zu sagen, aber steht auf jeden Fall erstmal nicht zur Debatte. Nee. Ist irgendwas Kollabo-mäßiges von euch geplant? Das kann eventuell sein, die Vögel zwitschern derzeit ein paar. Hörst du es, Bruder? Hast du es gehört schon? Vielleicht kommt da was. Mal die schauen, zwitschern Alter. Von den Dächern, von den Bäumen, von den, aus den Zelten. Hörst du es zwitschern aus den Zelten, Alter? Dein letztes Album hieß ja Die Ernte. Worauf muss man bei der Ernte achten? Meine Mucke ist mein Album, oder was? Dass es auf jeden Fall eine Anlage ist, wo es gut pumpt drin, dass es auf jeden Fall laut ist und man alles gut versteht. Ja. Das ist auf jeden Fall meine Empfehlung, die Ernte zu konsumieren. Meine Ernte, meine höchstpersönliche Ernte. Gutes Subwoofer, schön die Bässe tief reinklatschen, dass die Vocals, die Höhen schön da sind, dass die Snare einfach klatscht. Und dann kann man eigentlich nichts falsch machen. Ist ja Rap, Hauptsache klatscht, ja. Und die Ernte klatscht auf jeden Fall, die klatscht direkt aufs Sofa, Alter. Aber apropos Ernte, ja. Kuschhand ist auf jeden Fall das Geheimrezept, um mein Geheimmittelchen, um mich auf jeden Fall in Ekstase zu setzen, ja. Und für den einen oder anderen da draußen vielleicht auch. Da braucht man dann eigentlich auch nichts anderes, außer den Kuschhanter in den CD-Player zu schieben. So sieht das aus. So viel zum Plus machen. Da hat man auf jeden Fall einiges gelernt. Habt ihr die Lauscher alle aufgemacht und hingehört, ja? Was passiert jetzt 2017 bei dir, sobald Kuschhanter draußen ist? Oh, da steht einiges auf der Liste, Digga, ja. Wir haben große Pläne und gehen jetzt erstmal im März, April auf große Tour, 16 Städte. Mhm. Und sind erstmal wieder sehr viel live unterwegs, was auf jeden Fall auch unser großes Hauptaugenmerkmal ist. Wir sind gerne live unterwegs und wir spielen sehr gerne live. Und es wird auf jeden Fall ein Fest, Kuschhanter live zu zelebrieren, die Kuschkultur zu feiern, eure Kultur, meine Kultur, unsere gemeinsame Kultur. Und das wird geil auf jeden Fall. Kuschkultur. Was hast du dir überlegt für die Tour? Passiert da irgendwas Spezielles? Was so, wer der ein oder andere Show von der letzten Tour gesehen hat, der weiß, dass auf jeden Fall Rauchschwaben in der Luft liegen, die eine oder andere vielleicht sehr high aus dem Club gekommen ist. Lass dich überraschen, es gibt auf jeden Fall einige coole Sachen, die wir machen werden. Ne? Zu viel kann ich jetzt aber noch nicht verraten schon. Was passiert sonst bei Kopfticker noch? Enno hat schon in dem Interview mit mir gesagt, dass er sein Debütalbum auch noch auf jeden Fall droppen wird. Mhm. Syllable wäre die logische Konsequenz irgendwo. Auf jeden Fall, ich denke mal jetzt kommt bald Syllable Spill. Und dann gucken, was da noch so geht bei Kopfticker Records, ja? Alles klar, Digga. Dann danke ich dir. Ich wünsche dir viel Erfolg mit Kuschhanter. Danke, Bruder, Mann. Und ja, Mann. Backspin, wir sind raus. Backspin for Backspin. Yeah. Here we go.
This here is hip-hop. Word up. Stop looking, listen. Backspin. Back